begrüße ich Sie zu einer weiteren Folge unseres Raclette-Programms Vážne, nevážne. Diese Folge ist zum ersten Mal auf Deutsch, deshalb möchte ich diese Sendung unserem deutschsprachigen Publikum vorstellen. Raclette ist eine Abkürzung und steht für Rakouská Literatura, also für österreichische Literatur. In unserer Sendung versuchen wir, österreichische Autorinnen und Autoren dem tschechischen Publikum näher zu bringen. Unsere tschechische Germanistin und Expertin für österreichische Literatur, Dozentin Dana Pfeifferová, lädt für jede Folge interessante Gäste ein, mit denen sie über österreichische Literatur spricht. Wir haben ein erfolgreiches erstes Jahr der Videosendung hinter uns und planen, unser populärwissenschaftliches Projekt fortzusetzen. Die heutige Folge ist dem österreichischen Autor Hans-Karl Artmann gewidmet. Die Germanistin, Dozentin Dana Pfeifferová von der Westböhmischen Universität in Pilsen hat das gesamte Programm vorbereitet und dazu die Dozentin und Projektleiterin am Institut für Germanistik der Universität Wien und Präsidentin der Internationalen Gesellschaft H.C. Artmann Alexandra Milner eingeladen. Zuletzt brachte sie den Band Lovecraft Save the World, 100 Jahre H.C. Artmann, im Ritter Verlag heraus. Die Publikation umfasst wissenschaftliche und literarische Beiträge zum Werk Artmanns. Ich danke Ihnen sehr für die Zuschaltung und freue mich auf die heutige Diskussion. Die Folge wird wieder aufgezeichnet und anschließend auf unserer Webseite und Facebook-Seite verfügbar sein. Während der gesamten Folge haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen im Chatroom zu stellen. In der abschließenden offenen Diskussion werden wir auf Ihre Fragen eingehen. Wenn Sie Ihre Frage aus irgendeinem Grund nicht in den Chat stellen wollen, können Sie sie mir per E-Mail schicken. Ich schaue dann es wieder nach. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes Hörerlebnis und übergebe das Wort an Frau Dozentin Dana Pfeifferová. Vielen Dank auch für die Einführung. Einen schönen Nachmittag. Ich freue mich sehr, dass unser Gast heute Alexandra Milner ist. Also einen schönen Nachmittag, Frau Präsidentin. Schönen Nachmittag. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben dann quasi so eine feste Struktur bei unseren Sendungen. Das heißt, die erste Frage wirkt einfach. Wer war oder wer ist für dich Hans-Karl Artmann? Ja, Hans-Karl Artmann ist für mich der prägendste österreichische Autor oder Dichter, wie er sich nannte, des 20. Jahrhunderts, also beziehungsweise nach 1945. Er hat wirklich jeden Schüler, jede Schülerin im österreichischen Schulsystem geprägt, nachhaltig und war auch zu Lebzeiten in den Medien sehr präsent. Jeder kannte H.C. Artmann. H.C. Artmann ist aber wirklich auch eine sehr besondere Erscheinung auf dem Feld der Literatur, weil er sowohl ein experimenteller und deswegen auch ein anspruchsvoller Autor war, andererseits aber auch sehr populär. Also diese beiden Pole hat er in sich vereint und das macht ihn bis in die heutige Zeit eigentlich besonders und auch populär und berühmt. Ja, H.C. Artmann ist auch insofern besonders, weil er wurde 1921 geboren, am 12. Juni 1921 und wäre eben heuer 100 Jahre alt geworden. Das war auch der Anlass, warum jetzt in Österreich sehr viele Veranstaltungen zu H.C. Artmann organisiert wurden und auch viele Leute wieder zur Literatur H.C. Artmanns griffen. Das war auch eine sehr schöne Erfahrung. Und man wird sich aber dessen bewusst, dass jemand, der 100 Jahre alt geworden wäre, natürlich schon den Zweiten Weltkrieg im vollen Umfang miterlebte. Und ich weiß nicht, wenn du willst, kann ich jetzt schon über sein Leben etwas... Also ich hätte jetzt noch irgendwie, weil wir haben dann quasi, das ist jetzt ein Experiment, also du bist jetzt eine, die sich sehr tief auskennt, gut auskennt. Und wir sind allerdings eine Sendung für ausländisches Publikum bewegend, wo man nicht mit viel Vorwissen arbeiten kann. Das heißt also, ich würde dann immer den anderen Aspekt in das Gespräch bringen, also die Sicht der Auslandsgermanistik. Und dann auf die Frage, wer der HCA war, würde man sagen, von Prag aus ein bedeutender, neben Ernst Jandl wahrscheinlich der bedeutendste
Vertreter der experimentellen Literatur aus Österreich und B, wohl das wichtigste Mitglied der Wiener Gruppe, obwohl er selber geleugnet hat, dass er eins war. Aber dazu werden wir noch kommen. Die zweite Frage, die ich stelle, ist nach seinem literarischen Weg, weil heute, also er ist quasi ein Klassiker der experimentellen Literatur aus Österreich, hat auch den Büchnerpreis bekommen, also es ist ganz klar, dass er hochgeschätzt wird. Aber im Unterschied zum Beispiel zu Robert Musil oder Ödön von Horváth war, also ich rede jetzt von den Vertretern der österreichischen Zwischenkriegsliteratur, war er aus, oder Stefan Zweig nicht, war er aus keinem Haus der Intellektuellen oder des Großbürgertums, wie man damals gesagt hat. Wie hat er das überhaupt geschafft? Also allein all die Sprachen, die er gesprochen hat, also in, aus denen er übersetzt hat, diese Spannbreite von den Genres, ob man da quasi bei den mittelalterlichen Epen anfängt, bei den antiken Mythen, aber auch Barocklyrik und so weiter, hat er so seinen Max Brod gehabt, wie Franz Kafka, oder wie war das? Nein, also H.C. Artmann hat sich das eigentlich alles selber angeeignet. Er stammte eigentlich aus relativ, unter Anführungszeichen, einfachen Verhältnissen. Seine Eltern, also seine Mutter stammte aus dem Waldviertel, also aus dem, also aus der Nähe des heutigen Gmünd, ja, also der Grenzstadt, die wir mit der Tschechischen Republik teilen. Sein Vater war Schuhmachermeister und sie bewohnten eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, wo ein Teil davon einfach diese Schuhmacherwerkstatt war. Und zwar in einem Vorort von Wien, der Breitensee genannt wird. Also es wurde inzwischen eingemeindet. Und in diesem Teil Wiens gab es sehr viel tschechische Handwerker. Das heißt, er wurde mit einer dort schon mit einer Vielfalt von Sprachvarianten konfrontiert, weil einerseits das Wienerische gesprochen wurde, andererseits ein Wienerisches mit tschechischem Akzent, ja, also diesen Tonfall, der war ihm sehr vertraut. Andererseits war sein Vater im Ersten Weltkrieg in Italien im Fronteinsatz. Er sprach relativ gut Italienisch und hat das offenbar auch mit seinem Sohn, also seinem Sohn weitergegeben. Und eines der ersten, und er empfand auch den Waldviertler Dialekt seiner Großeltern als eine andere Sprache als das Wienerische. Das heißt, er hatte schon so eine differenzierte Wahrnehmung von Sprachvarietäten, dass diese Mehrsprachigkeit in ihm quasi angelegt war von Kindheit an. Und zusätzlich bekam er von einem Onkel ein Wörterbuch geschenkt. Ein Wörterbuch. Ich habe jetzt, es war eine exotische Sprache jedenfalls. Und er hat Zeit seines Lebens liebend gern in Wörterbüchern, also Fremdwörterbüchern, also fremden Sprachen, Sprachwörterbüchern und Grammatiken gelesen. Und er hatte eine Freude daran, sich fremde Sprachen anzueignen. Je ausgefallener, desto besser. Also das war sein von Anfang an differenziert angelegter Zugang zu der Vielfalt der Sprachen, ja, und hat seine Liebe zur Sprache als Zeichensystem, glaube ich, schon sehr früh angelegt. Vielen Dank auch für die ersten tschechischen Bezüge, weil wir senden von Prag aus. Also rein theoretisch, das Österreichische Kulturforum befindet sich dort. Und ich möchte dann auch unser Sprachelement da in der Diskussion begrüßen, Herrn Jiří Černý, der für uns dann auch immer wieder die Texte in den tschechischen Übersetzungen vortragen wird. Guten Tag, Herr Černý. Guten Tag, freue mich sehr. Und Alexandra, du hast bereits den Ersten Weltkrieg erwähnt bezüglich des Vaters. Für den Autor selber war natürlich der Zweite Weltkrieg prägend und beinahe verheerend. Es wirkte sich auf sein Werk aus, aber könntest du dann quasi seine Kriegsjahre ein bisschen dann noch kommentieren? Ja, auch hier hat ein sehr besonderes besondere Erfahrungen gemacht, spezielle Erfahrungen. Er ist im Jahr 1940 zur Wehrmacht eingezogen worden. Im Jahr 1940 war er 19 Jahre alt. Ja. Und es gibt Fotografien von ihm vor der,
Fronteinsatz und nach dem Fronteinsatz. Und Marcel Atze von der Wien-Bibliothek, wo der Nachlass HC Atmans liegt, hat einmal einen sehr beeindruckenden Vortrag gehalten, noch Beitrag geschrieben über diese Tatsache, dass die Augen dieses jungen Menschen nach dem Fronteinsatz erloschen waren. Man sieht wirklich, wie etwas in ihm abgestorben war. Also das merkt man an den Fotos. Also er wurde nämlich schon 1941 sehr schwer verwundet und musste dann einige Monate im Lazarett verbringen. Aus dem Lazarett konnte man relativ leicht desertieren. Und eigentlich die Jahre 1942 bis 1945, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, hat er abwechselnd in Lazaretten verbracht oder auf der Flucht, also als Deserteur, oder in Gefangenschaft, weil er immer wieder verhaftet wurde. Und also angeblich war er Ende des Zweiten Weltkriegs auch inhaftiert. Und zwar drohte ihm die Todesstrafe aufgrund von mehrfacher Desertation. Das konnte man bisher leider in der Forschung nicht nachweisen. Tatsache ist, dass er um sein Leben fürchten musste, weil er offensichtlich versucht hat, also der Wehrmacht nie wieder zu dienen. Also das ist das eine. Und als er dann, wenn man die frühen Gedichte betrachtet, dann merkt man auch, wie sehr, und sie unter dem Aspekt des Kriegserlebnisses liest, merkt man schon, wie tief also diese Erfahrungen sitzen, wie sehr er sich daran eigentlich immer also abgearbeitet hat. Und er hat auch, das war, glaube ich, ein sehr, sehr schmerzlicher Verlust für ihn, seinen Bruder, also viel im Zweiten Weltkrieg. Und es gibt auch sehr, sehr schöne, also schöne und traurige Gedichte, für den, die seinem Bruder gewidmet sind. Also Atman wurde ja sehr lange Zeit auch als sehr unpolitischer Autor bezeichnet. Aber wenn man eigentlich nach den Spuren seiner Kriegserfahrungen in seiner Literatur sucht, wird man sehr schnell fündig. Dankeschön. Und abgesehen davon gibt es dann auch diese Manifeste, auf die wir dann bald zurückkommen werden. Jetzt sind wir schon in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Wien, wo er dann lebt. Und da formiert sich dann die junge Kunst, die wir dann als Neo-Avantgarde erwähnen oder eigentlich Avantgarde, weil es dann vor dem Krieg in Österreich kaum eine Avantgarde gab und wenn schon, dann halt nicht in Wien. Es ist einfacher, wenn man einfach diese Literatur als neue Literatur, neue Kunst bezeichnet. Friedrich Achleitner verwendet den Begriff Aufmüpfigen, die aufmüpfigen Künstler. Gerhard Rühm spricht jetzt wiederum von der von der fortschrittlichen Kunst, ey, das ist ein Zungenbrecher, also vermeiden den Begriff Avantgarde nicht. Ich rede jetzt von dieser neuen Kunstszene um den Art Club. Also da wird HC Atman relativ schnell tätig, also er wird bekannt und er ist dann schnell eine sehr ikonische Figur. Stimmt das so? Also war für ihn der Art Club so wichtig? Hat er ihn dann mitgeprägt? Ja, also der Art Club war tatsächlich sehr wichtig, aber ich möchte vielleicht noch den Weg dorthin kurz skizzieren, weil Atman, als er aus der US-Kriegsgefangenschaft zurückkehrte nach Wien, hat er um seine Identität befragt, ja, sofort den Beruf Dichter angegeben. Ja, also er hatte damals kein Oeuvre vorzuweisen, aber er hat immer wieder beteuert, dass das Ende des Zweiten Weltkriegs für ihn Freiheit, die Ausrufung der großen Freiheit bedeutete. Und diese Freiheit bestand auch darin, dass er sich seinen Beruf oder seine Beschäftigung oder das Thema oder den Bereich, mit dem er sich sein Leben lang auseinandersetzen wollte, selbst wählte und selbst bestimmte. Und das war der Bereich der Dichtung. Und dazu ist auch zu sagen, dass Atman unmittelbar nach dem Krieg in Deutschland, in Ingolstadt, mit einem Mitgefangenen mitging in das Elternhaus dieses Freundes und dort eine Bibliothek mit historischen Avantgarde-Werken vorfand. Das heißt, da hat er wirklich im großen Stil und in die Breite zu lesen begonnen und das hat er wirklich jahrzehntelang fortgesetzt. Also wenn man
seinen Tagebuchroman, das schwedische Tagebuch, zu dem kommen wir dann später noch kurz, aufmerksam liest. Also alles an Geld, was er verdient hat, hat er zu einem Drittel, würde ich sagen, in Büchern umgesetzt. Ja. Also er war Stammgast in der Nationalbibliothek in Wien und er hat sich da in die diversen literarischen Strömungen, historischen Epochen der Literatur eingelesen und immer etwas mitgenommen aus dieser Leseerfahrung. Und deswegen war er, als er in die Literaturszene in Wien dann eintauchte, schon so belesen und so wendig und so von Anfang an auch wie ein Mentor tätig. Ja? Also alle hatten großen Respekt vor ihm, weil er einfach sehr, sehr viel über Literatur wusste und auch stilistisch sehr sicher war. Mhm. Und es war so, dass er eigentlich zuerst über René Altmann, also zum Kreis der Zeitschrift Neue Wege, dazu stieß. Und dort hat sich eigentlich eine Runde junger Autorinnen und Autoren gebildet und die haben so eine Subredaktion gebildet und haben sich als Arbeitskreis regelmäßig getroffen und Literatur, neueste Literatur diskutiert und auch die surrealistische Literatur gemeinsam rezipiert, diskutiert und auch versucht, sich davon inspirieren zu lassen. Das war für Artmann sehr, sehr wichtig. Und es gab dann noch von Andreas Okopenko gegründet die Zeitschrift Publikationen einer Wiener Gruppe junger Autoren. Da waren auch Autorinnen dabei. Und die waren quasi eine Abspaltung dieser Autorenredaktion in der Zeitschrift Neue Wege, weil die Neuen Wege eigentlich die Abonnement-Zeitschrift, also für das Abonnement des Theater der Jugend war. Also es gibt in Österreich seit eben vielen Jahrzehnten diese Möglichkeit, ein Jugendabonnement für das Theater zu bezahlen und die Schülerinnen und Schüler gehen dann in ausgewählte Theatervorstellungen und dazu gab es eben diese Zeitschrift Neue Wege, die dann eine eigene Rubrik für junge literarische Stimmen hatte und da hat sich quasi auch die Avantgarde herausgebildet und die Eltern dieser Jugendlichen waren erbost über surrealistische Lyrik und Literatur und so gab es immer wieder Richtungsstreitigkeiten, was dazu führte, dass sich die jungen Autorinnen und Autoren dann wirklich abgespalten haben, weil einer der Redakteure, der für diese literarische Seite zuständig war, Friedrich Polakowitsch, musste dann die Redaktion verlassen, weil er eben diese surrealistischen Regungen geschützt und gefördert hat. Und so ergab sich die Zeitschrift Publikationen einer Wiener Gruppe junger Autoren, die von Andreas Okopenko herausgegeben wurde und in der Folge eben auch so eine Abspaltung auch im Esterhazy-Keller in der Wiener Innenstadt, ein literarischer Zirkel, der, also da hat H.C. Artmann war wirklich der Mentor dieser Gruppe und hat eine Anthologie herausgegeben, die allerdings erst in den 80er Jahren tatsächlich veröffentlicht wurde. Also das ist so die Vorgeschichte, aber das heißt, dass H.C. Artmann schon Ende der 40er Jahre und Anfang der 50er Jahre unmittelbar sehr gut vernetzt war. Also er war wirklich auch eine wichtige Person in diesen literarischen Zirkeln. Und er war keiner dieser alten, also dieser älteren Generation, die quasi Kriegsheimkehrer oder Exilrückkehrer waren, wie zum Beispiel Hermann Hakel oder Hans Weigel, die ihre Schar junger Autorinnen um sich versammelten und hier Mentoren in einem ganz anderen Sinn. Mhm. Weil Artmann hat nicht so sehr, also er war immer einer, der produziert hat und viel mit anderen diskutiert und herausgegeben und angestoßen hat. Ja. Und vor allem, glaube ich, die anderen Mentoren, das war im Sinne von Leonard Hollinger, nicht dieses berühmte Zitat, wir sollen eigentlich nur anknüpfen, wo uns dann die Träume eines Verrückten dann unterbrochen haben. Nicht diese Anspielung auf Hitler und quasi dieser Habsburger-Mythos und dann diese Zwischenkriegsliteratur. Artmann repräsentiert das Neue oder Fortsetzung des noch nicht Gekannten, also Dada weiter, Surrealismus weiter. Das ist, glaube ich, schon total ein anderer Einsatz, nicht?
Genau, also Adman war sehr an der historischen Avantgarde interessiert, während Weigel war dem der Lyrik sehr zugetan, ja, also und Hakel auch. Ich meine, sie waren natürlich alle sehr, also sie waren alle Opfer des Nationalsozialismus, sie mussten alle emigrieren und sie wollten natürlich das auf ihre Weise aufarbeiten. Aber Adman war ganz anders, war international orientiert und war auch transmedial, transdisziplinär orientiert. Es war also ein völlig anderer, eine andere Haltung zur Literatur. Und es war dann so, dass er mit René Altmann, mit Friedrich Polakowitsch, war er also im steten Kontakt und Okopenko und so weiter. Und eben diese Runde hat sich dann, hat eine Einladung in den Art Club bekommen. Der Art Club wurde eben in Anlehnung an den Internationalen Art Club in Rom gegründet. Und eigentlich waren da zuerst die bildenden Künstler und Architekten und so also vereint. Und dann wurde dieser Kreis immer weiter geöffnet. Es kamen die Musiker dazu. Gerhard Rühm war relativ früh schon dabei als Musiker, war ja ausgebildeter Pianist und hat auch Komposition studiert. Und da wurde eben experimentelle Musik auch vorgestellt. Und dann kam auch immer mehr die Literatur ins Spiel. Mhm. Und war einfach, und deswegen ist der Art Club, der ja unterhalb der Losbar im Keller, in seinem Kellerlokal war, im sogenannten Strohkoffer, weil das eben in der Mangelung guten Baumaterials hat man einfach die Wände mit Stroh ausgekleidet. Ja? Deswegen heißt der Strohkoffer. Und da, das war der allabendliche Treffpunkt, wo auch internationale Gäste waren, also zugegen waren. Es war ein, wirklich ein berühmter Treffpunkt. Und das Gute, also das wirklich Anregende an diesem Treffen war, dass es transdisziplinär lief, dass sich gleichgesinnte Menschen unterschiedlicher Disziplinen dort zusammenfanden und auch sehr viele Kooperationen entstanden. Ja. Und eben Artmann war im Jahr 52 in Bern eine Zeit lang gewesen, also in der Schweiz. Und als er zurückkam, wurde er schon sehnsüchtig erwartet und eingeladen, doch seine Lyrik vorzustellen. Und er wurde eben begeistert aufgenommen. Das sagen auch die späteren Mitglieder unter Anführungszeichen der Wiener Gruppe, dass sie eben Artmanns Texte gehört haben und sofort fasziniert davon waren. Ja. Vielen Dank für diese Charakterisierung der Anfänge in den 50ern, 1950ern. Und meine nächste Frage wäre zu seinem eigentlich poetischen Manifest. Und zwar zu diesem Text aus dem Jahre 1953, Aktpunkte Proklamation des poetischen Aktes. Mhm. Inwieweit war der Text bekannt? Also war das wie bei den Dada-Autoren, die auch, also Dada-Kunst war auch eine wichtige Quelle, eine wichtige Inspiration, so ein Manifest, dem sich alle angeschlossen haben? Na, es war, ich gehe noch mal einen Schritt vielleicht noch mal zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe mit dem Art Club. Dort fand die erste Begegnung statt von Gerhard Rühm, der dann später eben zur Wiener Gruppe kehrte, von Konrad Beyer und Oswald Wiener. Also diese vier, Friedrich Arch Leitner kam ja später. Der kam 1955 dazu, ja. Mhm. Und es hat sich dann herausgestellt, der Art Club musste dann aus dem Strohkoffer weggehen und hat sich dann im Domcafé versammelt. Das war aber viel zu klein und so hat sich die literarische Abteilung quasi des Art Clubs abgespalten und ist dann in diverse Cafés, Café Glory und später ins Café Havelka und so weiter, zu allabendlichen oder nächtlichen Treffen gegangen. Und dort hat man gemeinsam Texte des Expressionismus, des Dada-Texte, surrealistische Texte rezipiert, den Konstruktivismus für sich entdeckt, ja, also konkrete Poesie angewandt. Mhm. Ja, die ersten Konstellationen entstanden auch, dann später auch Mitte der 50er Jahre. Aber man hat das diskutiert, man hat das selber ein bisschen nachempfunden, ausprobiert, die Techniken ausprobiert ich glaube, dass die Acht-Punkte-Proklamation des poetischen Aktes hat sehr, sehr viele relativ offene Bezüge zur surrealistischen Programmatik eines Tristan Tzara zum Beispiel und dass aus diesen Diskussionen einfach diese Proklamation hervorging
Und der zentrale Satz, den ersten Satz möchte ich vielleicht vorlesen, das ist so eine Einleitung dieser Proklamation, der lautet: Es gibt einen Satz, der unangreifbar ist, nämlich der, dass man Dichter sein kann, ohne auch irgendjemals ein Wort geschrieben oder gesprochen zu haben. Und das heißt, also Atman sagte schon, es gibt diesen Satz bereits, und an diesen Satz schließe ich an. Und dieser Satz stammt eben von Tristan Tzara. Es ist das Manifest des Surrealismus, und es ist ein wichtiger Text, also ein Essay über den Surrealismus, Entschuldigung. Und das ist ein grundlegender Text, in dem quasi das Poetische abgekoppelt wird vom Wort. Und es gibt dann 8 Punkte. Also es geht darum, dass um Kunstautonomie, das heißt, die Literatur soll ja nicht an einer Rezeption orientiert sein oder einer Markttauglichkeit, sondern aus sich herausschöpfen. Man muss den Akt, nicht verschriftlichen oder dokumentieren. Er muss auch nicht veräußert werden in keinster Weise. Und also es gibt und so weiter und so fort. Also es geht wirklich um ein Schöpfen aus dem Inneren, ja, ein Bedürfnis oder auch um die Wahrnehmung eines poetischen Moments. Dazu muss man aber Dichter sein, um das zu erkennen. Also es kann nicht jeder, das sagt er auch, das ist ganz interessant. Er hat diese 8-Punkte-Proklamation wurde dann in Form einer Prozession durch die Wiener Innenstadt performiert, würden wir heute sagen, ja, aufgeführt. Und zwar war das dann im August, im April wurde diese 8-Punkte-Proklamation verfasst und der erste poetische Akt fand im August statt. Es war die Soirée aux Amants Funèbres und da wurden dann Texte von Nerval, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Georg Trakl, Gomez de la Serna vorgetragen. Das heißt, hier waren auch schon einmal diese wichtigen Einflüsse, die andere Literaturen, also ganz manifest. Und es folgten weitere poetische Akte, wo es immer um Performation ging, also also es war auch eine Schau, also es ist eine, wie soll man sagen, Gothic, es ist eine, ja, Gothic Aesthetics, würden wir heute sagen. Mhm. Also eine schauromantische, makabre Szenerie mit weißen Lilien, schwarzen Gewändern. Ossi Wiener mit einer Jazzband dabei. Oswald Wiener hat sich ja ursprünglich wollte er Kornett, also Jazz. Jazz-Trompeter werden und da eine Karriere machen. Und da war dann auch Teil einer Jazz-Formation, die dann auch mitgegangen ist und gespielt hat. Also da ging es sehr stark um eine performative Darstellung einer neuen Haltung, einer neuen künstlerischen Haltung, eines neuen künstlerischen Selbstverständnisses. Und das war natürlich der vorherrschenden konservativen Atmosphäre, ja, in der Wiener, sagen wir jetzt mal, Wiener Kulturszene diametral entgegengesetzt. Mhm. Ja, das war, damit sind sie immer wieder angeeckt. Es war auch immer Polizei präsent. Sie haben immer wieder darauf aufmerksam gemacht, das jetzt bitte zu unterlassen. Oder H.C. Appen hat dann eine Katakombe. Die Wiener Innenstadt ist ja unterkellert, wie jede alte Stadt, mehrere unterirdische Geschosse, das ist in Prag sicher nicht anders als in Wien. Und in einer dieser Keller, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Bombardements ja zum Teil offen zugänglich waren, hat er ein literarisches Theater, nämlich die kleine Schaubühne, gegründet und hat dann den Franciscan Catacombs Club dort gegründet. Und dort sollten mehrere so poetische Akte quasi inszeniert werden, aber die Polizei hat ihm dann nahegelegt, ich glaube auch aus Sicherheitsgründen, dort nichts mehr zu unternehmen. Ja. Also es war dieser Hang, in den Keller zu gehen, ja, also auch so eine subversive Welt. Genau, zu underground, ja. Eine Parallelwelt oder eine Subkultur natürlich, das hat sehr viel damit zu tun, eine Gegenkultur. Aber es war natürlich eine Akt des Protestes, aber anders als jetzt beim Dadaistischen Manifest, ja, gab es hier keine Regeln, die festgeschrieben wurden. Es ist kein Gründungsmanifest, sondern es ist Ausdruck einer Haltung der Poesie gegenüber, würde ich mal sagen.
Und Atman war ja immer, wie soll ich sagen, er war immer sehr ausdrucksstark oder auch sehr mit, wie soll ich sagen, ausdrucksstark, was seine momentane Haltung zur Dichtung oder zur Literatur war. Aber er hat sich auch genauso gern wieder davon getrennt oder das zwar die Einflüsse mitgenommen, aber nicht dezidiert nur immer auf diese eine Richtung hin geschrieben, sondern er hat das mit der Zeit immer mehr verschiedene Stile aufgenommen und vermischt. Sich entwickelt quasi, nicht? Ja, und die Acht-Punkte-Programmation ist eben nicht, es ist etwas, was sich vielleicht in den Gemeinschaftsarbeiten der Wiener Gruppe sehr stark noch abbildet, aber und ich glaube auch, dass bis zuletzt H.C. Artmann diese Haltung hatte, aber nicht so, so explizit, aber vielleicht so einfach der Kern seines Tuns und Schaffens war. Mhm. Vielen Dank. Also bevor wir dann zu der eigentlichen Wiener Gruppe kommen, dann noch eine Frage nach einem anderen Manifest, einer anderen Art. Und zwar, du hast gesagt, er wird nicht als politischer Autor wahrgenommen, aber da haben wir ein Gegenbeispiel und das wäre dann eben sein Manifest gegen, er nennt das sogar die Wiedereinführung der Wehrmacht, nicht? Mhm. Also tatsächlich sehr provokativ. Im Jahre 1955, also quasi nachdem Österreich seine Neutralität bekommen hat. Ist das überraschend? Gab es dann vorher keine Signale, dass er eine eindeutige politische Haltung einnehmen wird? Und welche Wellen hat dann dieser Text geschlagen? Also inwieweit war das tatsächlich ein Dokument, eine jungen Generation der Künstler? Oder übertreibe ich da so ein bisschen? Ja, es ist wie viele der Aktivitäten im Umkreis der Wiener Gruppe für die Gruppe selber sehr wichtig gewesen und auch in der zeitgenössischen Wahrnehmung war das mal ein starkes Stück, auf das man auch reagierte. Aber all along ist das meiste relativ in Vergessenheit geraten. Es war so, dass also dieses Manifest, also wir haben leider ganz wenig Aufzeichnungen von Artmann selbst. Also es war etwas, was ihn offensichtlich beschäftigte, auch die Gruppe hat das dann formuliert. Aber es ist jetzt nicht ersichtlich aus heutiger Perspektive, ob das jetzt ein Thema war, das ihn sehr lange Zeit begleitete. De facto wurde eben der Staatsvertrag unterzeichnet und die Neutralität Österreichs festgelegt, die Besatzungsmächte, also die Alliierten hatten ja es war ja die Besatzungszeit sozusagen, Österreich wurde von den alliierten Mächten, also von USA, Großbritannien, Frankreich und Russland von 1945 bis 1955 eben geleitet, gelenkt, regiert. Verwaltet, wie auch immer man es nennen will. Und es war natürlich dann zu dem Zeitpunkt, als eben Österreich, die Zweite Republik Österreich gegründet wurde, eben durch diesen Akt. Und es klar war, dass ein Militärdienst wieder eingeführt werden sollte. War das dem Kriegsteilnehmer Artmann offensichtlich zu viel. Also er sah wiederum die Neutralität eigentlich damit untergraben oder er sah Österreich wieder in Kriegshändel verwickelt. Er als Kriegsteilnehmer, der stets desertiert ist und offenbar den Kriegsdienst verweigern wollte und ihm entgehen wollte, war das sicher etwas, wogegen er sich vehement wehren musste. Und es war dann eine Mini-Demonstration. Es haben, glaube ich, 25 Personen diese Deklaration, dieses Manifest unterschrieben. Und es waren dann auch so ganz wenig, die dann durch die Innenstadt wiederum gegangen sind, einen Protestmarsch sozusagen, auch mit Schildern durch die Innenstadt gemacht haben. Und da heißt es ganz lapidar in Gerhard Rühms Aufzeichnungen, dass diese kleine Demonstration in einer Polizeistation im ersten Wiener Gemeindebezirk endete friedlich, also es war kein Problem, aber man hat ihnen nahegelegt, dass
also zu unterlassen. Ne? Aber das Interessante ist, und das habe ich eigentlich jetzt erst in den Recherchen über die Tondokumente in der österreichischen Mediathek, die frei zugänglich sind und auch sehr empfehlenswert sind, entdeckt, also in vielen Lesungen aus den 80er Jahren, erwähnt H.C. Abmann dieses Manifest und stellt es auch einige Male seinen Lesungen voran. Also er sagt, bevor ich jetzt mit der Lesung beginne, möchte ich dieses Manifest rezitieren. Und damit, also ich meine, die 80er Jahre in Österreich waren halt, waren Friedensbewegung, ja, war Ökobewegung, also das war genau diese alternativen Bewegungen, haben Fuß gefasst und da, also und die hatte bedient. Also das war ihm wichtig, da auch ein Zeichen zu setzen, ein pazifistisches in dem Fall, ja. Das heißt also, der Text lebt er noch lange oder lebt noch immer eigentlich. Also mit seiner Klarheit, also Schluss mit dem Neandertal, aber auch mit poetischen Formulierungen wie pfeift auf den Lorbeer und lasst ihn den Linsen. Also das sind meine Lieblingszeilen dann aus dem Manifest. Diese antimilitärische Haltung von Hans-Karl Artmann, das können wir uns jetzt anhören bei der ersten Textprobe. Es kommt jetzt eine technische Bemerkung an das Publikum. Ich werde Ihnen mein Englisch nicht antun. Das heißt, ich werde jetzt eine Regieanweisung auf Tschechisch geben. Wir schauen uns im Original ein kurzes, konkretes Gedicht von Hans-Karl Artmann und daneben ist auch dann die tschechische Übersetzung von Pavel Novotný aus seiner Übersetzung der Anthologie Die Wiener Gruppe, zusammengesetzt von Gerhard Rühm. Prosím o první ukázku a sice Rudoberho. Und ich bitte Alexandra Milner, dass sie den deutschen Text, also das Original, vorträgt und Herr Czerny bitte dann auf Tschechisch. Okay, also ich beginne mit dem Vortrag. Ich möchte jetzt dazu sagen, dass ich ganz bewusst lautmalerisch zu lesen versuche, also nicht unbedingt auf den Inhalt und die Wortbedeutung hin. Mhm. Tom, du Tümmel, Tom, 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 Tümmel. Tom, du Tom und Tom, o Tom, du, lederne Kappen, Tom, du, Tom, Tom, du Tom, Tom, am Himmel, Tom, dreh, Tom, dreh, dreh, deine Kappen, Tom, Tom, du Tümmel, dreh, du, Kanonen, Tümmel, Tom, du, Tom. Rudo Berho, ja. Gut. Rudo Berho. Rudo! Rudo, ber ho! Rudo, tam, Rudo! Tam, Rudo, do tý kebule v kukle! Rudo, ty! Rudo, Rudo! Tam, tam, Rudo! Na nebi, Rudo! Ber ho, Rudo, do kebule, do! Ber ho! Kanóny, Himmel, Rudo! Tam! Děkuji. Vielen Dank an beide Vortragenden. Toto Tümmel, Rudo, ber ho! Also ein konkretes Gedicht, das zunächst dann lustig anmutet, nicht? Bis man quasi am Ende im Finale merkt, ah, der Kontext ist überhaupt nicht so infantil, wie man denkt, oder so wie eine Anfeuerung zum Fußballspiel, sondern es geht um eine Schlacht, um einen Krieg. Wir kennen aus diesem Kontext ein anderes konkretes Gedicht, bekanntes, von, das ist noch bekannter von Ernst Jandl Schützengrimm, aber dieses Gedicht ist älter. Ich habe mir dann die Kommentare angeschaut von Pavel Novotný, der das dann mit seinen Studierenden ins Tschechische übertragen hat und der hat überlegt, also er hat gesagt, klar, im Original, also diese Verbindung Tommy Gunn quasi als Chiffre für Maschinengewehr, das gibt es im Tschechischen nicht. Also er muss das anders zum Ausdruck bringen. Das heißt, wir haben da im tschechischen Text dann mehr Aggressivität auf der Handlungsebene. Aber diese lautmalerische Seite, glaube ich, ist auch im Tschechischen klar mit Rudo, Ruda, schreibt Pavel Novotný. Das ist ein Name, hinter dem dann die rote Farbe markant wird. Also quasi dieses Lautmalerische ist auch da klar. Und eben diese Kanonen sind auch im tschechischen Text
in der dritten Zeile eindeutig das Zeichen, dass es um eine Kriegsszene geht. Und wir haben dann bereits von Alexandra Milner erfahren, also wie, dass der Text eigentlich auch biografisch geprägt ist. Ja, und, also ich könnte vielleicht noch ergänzen, dass eben Tom anspielt auf die Thompson-Maschinenpistole, also auf die Tommy Gun, wie es damals geheißen hat. Das war die MP, also die Maschinenpistole der Alliierten. Und dass hier quasi auch lautmalerisch dieses Geräusch der Maschinengewehre nachgeahmt wird. Und Tümmel, ja, das ist, Tümmel habe ich mir, ja, es kann, das Tummeln von Taumeln kann das kommen, vom Rausch, also Kriegsrausch. Es kann natürlich auch ein Getümmel sein, also ein Durcheinander vieler. Kanonentümmel, nicht? Oder auch das Tumbe Tor, das Dumme, ja, das klingt vielleicht auch damit an. Ja. Aber, und eben, du hast schon erwähnt, Ernst Jandl viel später hat es dann also durch eine quasi vokallose Dichtung auch gemacht mit Schützengrimm, Schützengrimm. Ja, das ist noch brutaler. Ja. Also, weil hier, Jandl konnte das natürlich großartig vortragen, aber das. Also das ist quasi die lautmalerische Nachahmung von Kriegsgeräuschen und Kampfgeräuschen. Und da kommen wir schon zu den ersten Zeichenzügen der Arbeiten, die im Rahmen der Gruppe, der Wiener Gruppe entstanden sind. Also quasi diese Materialität der Sprache ist da wichtig, also ein konkretes Gedicht. Wie gesagt, bevor wir dann diskutieren werden, ob es überhaupt die Wiener Gruppe gab, dann fangen wir damit an, welche Texte im Rahmen der Wiener Gruppe geschrieben wurden. Also quasi diese konkreten Gedichte. Aber es gab dann auch Gemeinschaftsarbeiten, es gab dann Montagen, es gab serielle Arbeiten. Würdest du jetzt sagen, dass sich dann Artmann im Rahmen der Wiener Gruppe irgendwie, weil er war eine Art Vorbild für die Autoren wie Rühm oder Wiener, später auch Friedrich Achleitner, dass er sich da irgendwie unterscheidet oder hat er sich dann quasi diesem Geist der Gruppenarbeiten dann angeschlossen? Ja, also was Artmann von den anderen unterscheidet, ist, dass er, sehr, also er hat sehr viel angestoßen an neuen Lektüren und neuen Ästhetiken, mit denen er sich beschäftigt hat. Und sie haben dann anfänglich eben, wie zum Beispiel die Konstellationen eines Eugen Gomringer, die vor allem Rühm und danach Leitner sehr stark verfolgten. Und bei Artmann taucht das nur ein bisschen auf. Ja? Oder auch das Surreale oder das Expressionistische und so weiter. Das Artmann hat alles auch ausprobiert, aber er hat das eben, wie ich schon kurz erwähnt habe, er ist nie lang dabei geblieben. Also für ihn war das so, er musste das durch eigene Anwendung quasi mal durch sich durchlaufen lassen, diese Ästhetik, diese Techniken, diese Haltungen gegenüber der Literatur. Und er hat dann nur das behalten, was für ihn in dem konkreten Text Sinn gemacht hat, also in dem jeweiligen Text, an dem er gerade gearbeitet hat. Er hat also einen sehr lustvollen Stilpluralismus entwickelt im Laufe der Zeit. Er hat schon so Phasen gehabt, wo er eher so oder eher so geschrieben hat. Aber also wenn man sein Gesamtövre sieht, dann lässt er sich eigentlich nicht so fixieren auf eine Stilrichtung. Also er hat hier wirklich einfach kombiniert, ja? Also synkretistisch gearbeitet. Also ich vermeide jetzt bewusst das Wort epigonal, weil das auch oft vorkommt. Zum Beispiel Reinhard Priesnitz hat einen sehr interessanten Text, einen frühen Text zu Atmen geschrieben und hat das Epigonentum hier eher hervorgehoben, das würde ich nicht so sehen, sondern es ist ein bewusster Akt des Synkretismus, den er da gemacht hat. Während zum Beispiel Achleitner und Rühm, also zum Beispiel bei den Konstellationen, also sich in die Methode der Konstellationen hinein also gearbeitet haben und vertieft haben, hat Artmann das alles eher so gestreift und das war dann auch bei den Gemeinschaftsarbeiten war das gemeinsame Ausprobieren, glaube ich, im Vordergrund. Ja? Also
versucht hat, das, was sie offenbar nächtelang diskutiert haben, dann auch noch anzuwenden. Ja. Quasi im Sinne des, im Sinne des poetischen Aktes, nicht? Genau, im Sinne des nicht, aber es ist etwas, also es ist auch ein Text dann daraus hervorgegangen, aber es zeichnet natürlich auch wirklich, als sage ich bewusst, Avantgarde-Bewegungen aus, dass das Künstler-Ich nicht relevant ist, sondern es geht in vielen Avantgarden um das Ergebnis von auch Gemeinschaftsarbeiten, von Koproduktionen. Das ist, also das kann man in Avantgarde-Bewegungen sehr oft feststellen, dass hier das Gemeinschaftliche sehr stark im Vordergrund steht. Und ich würde auch sagen, diese Prozesshaftigkeit der Kunst, also quasi, also wie dann das Kunstwerk entsteht, beim Entstehen ist. Und da haben wir dann wieder ein Beispiel. Ich bitte jetzt um die Textprobe 11 Verbarien. Poprosím o ten Text 11 Verbarii. Diesmal, wir haben dann überlegt mit Alexandra Milner, welche Texte wir aus diesen, aus der Wiener Gruppe besprechen werden, also diese Gemeinschaftsarbeiten, die für ihn auch wichtig waren. Und wir haben uns für den Text oder für die Verbarien letztendlich entschieden, weil es da eine Quelle gibt, einen Grundtext. Und das lese ich jetzt vor aus der Anthologie, herausgegeben von Gerhard Rühm, die Wiener Gruppe aus dem Jahre 67. Montagen nach dem vollständigen Lehrbuche der böhmischen Sprache des Herrn Terebelski 1853. Und ich bitte Alexandra Milner, dass sie die gewöhnlichsten Wörter mit A vorträgt und dann machen wir das als Gemeinschaftsarbeit zusammen. Die gewöhnlichsten Wörter mit A. Das Almosen, der Engel, der Erzbischof, der Erzherzog, der Bogen, wenigstens bis. Die zweite Probe machen wir dann gemeinsam. Die gewöhnlichsten Wörter mit C. Der Zettel. Zar. Die Zimbel. Zimbal. Das Zinn. Zin. Ganz. Zelli. Der Preis. Zenner. Ein Zentner. Zent. Die Ziffer. Ziffre. Der Weg. Zesta. Der Ziegel. Zihla. Zigeuner. Zigan. Das Ziel. Ziel. Der Kaiser. Caesar. Die Kaiserin. Caesarovna. Eine kaiserliche Uhr. Caesarove hodiny. Weiter. Die gewöhnlichsten Wörter mit E. Das Schild. Nejběžnější slova na E. Erb. Danke. Das war jetzt natürlich, Herr Czerny wäre der bessere Vortragende, aber da geht es jetzt darum, wir haben dann den Text eigentlich, wir kennen den Grundtext nicht. Also das ist so ein bisschen die Arbeit bei der Rezeption der Dialektgedichte andersrum. Also eine Art Inversion, nicht? Weil wir kennen, also das können eigentlich nur Leserinnen und Leser genießen, die des Tschechischen mächtig sind. Also dass wir dann quasi uns, wir haben dann die erste Strophe gehört, das ist ein poetischer Text gewesen. Und auf Tschechisch, wenn man den Text rezipiert, ist das dann wiederum eine Art Rätsel lösen. Ne? Finde quasi das Original und man freut sich, man hat die Aufgabe gelöst, bis man draufkommt, er hält sich überhaupt nicht an das Prinzip des Alphabets. Ja? In der ersten Strophe schon, aber dann ist ihm egal, ob jetzt Zimbel kommt oder dann Zesta, also quasi eigentlich wechselt er die Reihenfolge, damit er plötzlich eine Reihe von, oder die beiden, das ist eine Gemeinschaftsarbeit mit Konrad Bayer, damit sie dann die Wörter Zigeuner, das Ziel der Kaiser, die Kaiserin und eine kaiserliche Uhr zusammen haben. Also das ist dann und quasi die gewöhnlichsten Wörter sind mit der kaiserlichen Uhr, finde ich das auch
sehr interessant, nicht? Also das ist dann auch eine Falle, in die ich getappt bin bei der Rezeption, bei der Vorbereitung der Sendung. Ja, ich finde, das ist ein, also das Textbeispiel sehr gelungen ausgewählt, weil es zeigt zweierlei. Erstens einmal ist es ein schönes Beispiel für konkrete Poesie. Das haben wir vielleicht jetzt noch nicht erklärt. Also das war ein ganz wichtiger Zugang zur Literatur und zur Sprache, dass man auch im Sinne des Strukturalismus Sprache als ein Zeichensystem aufgefasst hat mit einer lautlichen Form und einer grafischen Form, ja, also ein Buchstabe und die Lautung dieses Buchstabens, und dass quasi Sprache als Sprachmaterial verwendet wurde, also dass Wörter vor allem aus, also eine willkürliche Zusammensetzung von Zeichen, Sprachzeichen eben darstellt, und dass man ganz formale Kriterien wählen kann, um diese Sprachzeichen anzuordnen. Also unabhängig von deren semantischer Ebene, von deren Bedeutung. Nicht? Und das wäre jetzt so ein Beispiel, also die gewöhnlichsten Wörter mit A, und das wird eben eigentlich sofort enttäuscht, also in zweierlei Hinsicht. Erstens einmal, dass nur ein Wort mit dem Anfangsbuchstaben A vorkommt, nämlich Almosen, und dass eben der Rest eigentlich keine gewöhnlichsten Wörter sind, also weder Erzbischof noch Engel sind gewöhnliche Wörter oder die gewöhnlichsten Wörter. Das ist das eine, was hier eben ganz deutlich wird. Das andere ist natürlich, also mit dem Wissen um das tschechische Original, dieses Lehrbuch, das hier also quasi die Quelle des Sprachmaterials darstellte, wird eigentlich hier unter Beweis gestellt, dass Übersetzungen vor große, kaum lösbare Probleme stellen. Ja? Also dass man eigentlich einen literarischen oder poetischen Text nicht über diese reine Wortebene in eine Zielsprache übersetzen kann. Und Atman hat ja sehr viel übersetzt. Ich glaube, er hat weite Teile seines Lebens von seiner Übersetzungsarbeit auch gelebt. Und das finde ich ganz interessant, dass das hier schon so früh eigentlich indirekt thematisiert wird. Übrigens, also ich habe recherchiert, es steht dann im Internet, steht 6 Sprachen, aber das Tschechische wird nicht erwähnt, das wäre dann die 7. Sprache. Sie haben dann gemeinsam auch mit H.C. Artmann, Gerhard Rühm, mit Friedrich Achleitner, Gerhard Rühm und mit Jan Faktor haben sie dann Seiferts poetische Texte aus dem Jahre 1985 übersetzt oder übertragen in der Zeit, wo Seifert den Nobelpreis für Literatur bekommen hat. Das war auch ein politischer Akt, weil das war ein Autor im Dissent. Und obwohl diese Artmann ist der einzige Autor, der auch ein sehr begabter Lyriker war in diesem traditionellen Sinne und eben im Sinne von Surrealismus und Poetismus. Also das hat mich sehr nett überrascht, dass er dann, dass es auch eine Übersetzung aus dem Tschechischen von ihm gibt. Alexandra, ja, also für uns von Prag aus ist Artmann Mitglied der Wiener Gruppe. Er wird dann Gerhard Rühm, hat ihn dann aufgenommen in die Anthologie und sehr ausführlich besprochen. Oswald Wiener sagt, ja, die Wiener Gruppe mit Artmann, das ist für ihn klar, das sind die Texte aus den Gemeinschaftsarbeiten 57 bis 59. Auch Friedrich Achleitner klärt uns auf, wie der Begriff entstanden ist, ob er dann jetzt von Dorothea Zeemann kommt oder ob er dann von Eugen Gomringer kommt durch diese Fahrt in die Schweiz. Und Hans-Karl Artmann hat sich so ein bisschen geweigert, oder? Quasi ja, als Mitglied der Wiener Gruppe bezeichnet zu werden. Warum? H.C. Artmann hat noch im letzten Filmporträt der Wackelatlas, den seine Tochter Emily Artmann und seine Nichte Katharina Copponi in den letzten 2 Monaten vor seinem Tod 2000 mit ihm gedreht und haben, des Öfteren darauf hingewiesen, dass er kein Mitglied sein wollte. Also er war Mitglied in der Wehrmacht, das hat ihm für sein Leben lang gereicht. Ja. Also das kommt ein paar Mal vor, auch in Interviews, und das ist auch sehr gut nachvollziehbar, finde ich. Ja. Also er hat so vieles angestoßen, er ist dann aber nie dabei geblieben. Ja. Er wollte nicht in irgendeiner Form organisiert sein. Ja. Und die Wiener Gruppe, also es haben ja alle eigentlich immer
also außer Gerhard Rühm, würde ich jetzt mal sagen, davon Abstand genommen, dass es so etwas wie eine Wiener Gruppe gab, in dem Sinne, so wie sie halt jetzt literaturhistorisch sich manifestiert inzwischen, ja, oder festgesetzt hat, sagen wir so, sondern es war eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die eine Zeit lang sehr intensiv miteinander zusammengearbeitet haben und auch eine sehr ähnliche Haltung, künstlerische Haltung hatten, ein künstlerisches Selbstverständnis. Ich glaube, das war wichtig. Und sie wurden halt von außen als Gruppe wahrgenommen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Dorothea Zehmann hat einen, also es war so, Heimito von Doderer, andersrum. Also man muss eigentlich ganz woanders anfangen. Albert Paris Gütersloh war der Präsident des Artclubs. Wer war sein Sekretär? Heimito von Doderer. Doderer, der eigentlich ein eher konservativer Autor ist oder war, hat die Wiener Gruppe, also ich sage jetzt Wiener Gruppe der Einfachheit halber, ja, oder die Autoren der Wiener Gruppe, verstanden in dem, was sie wollten mit ihrer Spracharbeit, sagen wir das so, oder mit ihrer Sprachkunst, und hat sie gefördert, wo es nur gegangen ist. Dorothea Zehmann war die zeitweilige Lebensgefährtin von Heimito von Doderer und auch selber Schriftstellerin. Und sie hat auch journalistisch gearbeitet und hat diese vier, damals vier und dann fünf Autoren als Wiener Gruppe bezeichnet. Das ist die eine Anekdote, die es dazu gibt. Die zweite ist, dass sie in der Schweiz eben lesen sollten und bei Gomringer, und dass man halt auf das Plakat, weil man nicht so viel Platz hatte, alle Namen hinzuschreiben, der Einfachheit halber die Wiener Gruppe hingeschrieben hat. Aber das war dann das Label, das Etikett fortan für diese Konstellation dieser jungen oder relativ jungen Dichter. Und es ist so, dass Gerhard Rühm mit seiner Anthologie, die er eben 67, wie du gesagt hast, herausgebracht hat, da gab es ja diese Formation schon ein paar Jahre lang nicht mehr. Und er hat viele Texte sicher vor dem Vergessen oder Verschwinden gerettet und hat das aber auch unter die Wiener Gruppe, und dann hat er alle fünf Namen aufgelistet, herausgegeben. Genau, die Bibel. Ja. Und Artmann hat sich aber, also hat, es gab eine gemeinsame Lesung, ja. Das war die sogenannte Monsterlesung im Intimen Theater, die von Gerhard Bronn und Georg Kreisler, die damals quasi ein Kabarett führten. Es wurde ihnen das Intime Theater zur Verfügung gestellt. Diese Monsterlesung heißt deshalb Monsterlesung, weil sie zum ersten Mal gemeinsam auf einer Bühne aufgetreten sind, gemeinsam gelesen haben und diese Lesung also alle zeitlichen Rahmen gesprengt hat, die bis dato irgendwie legitim gewesen waren. Ja. Und dann, genau, das war quasi ja, da hat sich diese Gruppe formiert in einer Aktion, in einer gemeinsamen. Mhm. Prima. Jetzt kommen wir, es gab dann eigentlich noch eine gemeinsame Aktion, zumindest zu dritt. Und das war dann diese Lesung aus der Dialektsammlung Rosenrosenbar im Wiener Konzerthaus. Aber bevor wir dann zu dieser Lesung kommen, dann müssen wir eigentlich auf das Genre der Dialektgedichte eingehen, die dann Hartze Artmann für die konkrete oder für die experimentelle Poesie entdeckt hat. Und bevor wir dann dieses Genre so ein bisschen besprechen, möchte ich jetzt wieder um eine Textprobe bitten. Diesmal werden wir Originalton Karl Artmann hören. Und zwar, ich sage es lieber auf Hochdeutsch, sein Dialektgedicht Blaubart. Alexandra, kannst du bitte den Dialekttitel dann sagen? Blaubart. Hört sich besser an als mein Versuch. Poprosím teďka o první akustickou ukázku toho Blaubarta. Blaubart 1. Ich bin ein Ringelspitbesitzer und hab schon 7 Weiber erschlagen und einige Beine unterm Schlafzimmerboden vergraben. Heute lade ich mir ein, die 8. zu einem Liebestraum. Dann stell ich aber so ein Schästchen ein und pack's mit dem Hackerl zusammen. So verfahre ich mit allen Malen, weil mir der erste den Gestieß hat gegeben.
dass wir mal erwischen werden, das wird kein Mensch erleben. Ich bin ein Ringelspielbesitzer und schlafe in der Nacht nur beim Licht, weil ich mich, wenn es so finster ist, vor die toten Weiber fürchte. War das jetzt wie der Blitz vom freien Himmel? Also so eine, oder gab es dann schon andere Autoren, Autorinnen, die dann auch quasi den Dialekt nicht so ernst genommen haben, wie diese offizielle Nazi-Literatur, wenn ich das vereinfache, nicht? Also quasi der Dialekt als Medium des gesunden Volkskerns quasi. Und da haben wir dann mit kranken Seelen zu tun, mit Massenmördern und Pädophilen bei Kinderverzerrern und so weiter. War ja. Der einzige, der erste oder der bekannteste? Wie war das? Ja, also Artmann war der Erste. Ich meine, er hat gemeinsam mit, also wer da der Allererste war, das sei jetzt dahingestellt, aber Artmann war dann halt viel stärker dabei, hat mit Gerhard Rühm gemeinsam eben die Sprachvarietäten auch ausprobiert und den Wiener Dialekt als eine wahre Fundgrube für sprachliche und semantische Zwischentöne entdeckt. Mhm. Also es war das Sprachmaterial, was interessiert hat. Also diese feinen Abtönungen, diese Ausdrücke, die es eben nur im Dialekt gibt und nicht im Standarddeutschen, die viel mehr Nuancen, Bedeutungsnuancen und Atmosphärisches transportieren können. Und das war einmal der erste Impetus, warum sich Artmann und Rühm mit Dialektdichtung auseinandergesetzt haben, mit dem Dialekt als sprachliche Ausdrucksmöglichkeit. Aber das große, also ja, es gab eben vorher, sie waren sicher die Ersten, die sich des Dialekts in dieser Form bedient haben, weil eben vorher war das Heimattümelnde, dieses die Heimat hochpreisende, dieses auch im Wiener Dialekt, diese Wiener Lieder, die im eigenen Saft quasi das eigene loben und die auch die eigene Traurigkeit besingen. Also das Wienerische ist schon so durch eine gewisse melancholische Grundstimmung gekennzeichnet. Aber dies alles mit diesem eher in den Kitsch hineinreichenden weinerlichen Grundton, wenn man so will, oder eben das die Weinkultur, die Trinkkultur, die schönen Frauen besingend. Also ich glaube, etwas, was es in jeder Heimatkunst auf der ganzen Welt mehr oder weniger auch gibt. Ja. Aber natürlich im Falle Österreichs war das Ganze deutschnational oder ja, verbrämt. Ja. Also es hatte eben diesen sehr, sehr schlechten Beigeschmack, also vor allem in der Nachkriegszeit. Und eben wie Weinheber und so weiter, es gab ja genügend Dichter, die quasi noch immer daran festhielten, dass man das deutsche Kulturgut hochhalten muss und Lob preisen muss. Und also Artmann verwendet dann diese Dialektsprache, um ganz andere Dinge auszudrücken. Ja? Erstens einmal ist es nicht ein wirklicher Dialekt, also den es gab. Es ist eine Kunstsprache. Zweitens einmal hat Artmann eine Lautschrift erfunden, eine Möglichkeit, dass ihn durch, also eine Schreibung gefunden, um diese Dialektlautung im Schriftlichen auszudrücken. Das war auch eine große Leistung. Und dann hat er eben ganz neue Inhalte transportiert damit. Ja, und das war das Wichtige. Also er hat, und das war auch das, also und er hat 1958 seine erste selbstständige Publikation bei Otto Müller herausgebracht. Das war eben der Dialektgedichtband mit einer schwarzen Tinten, aus dem dieses Gedicht Blaubart Arns stammt. Und damit hatte er schlagartig Erfolg. Also er war binnen kürzester Zeit sehr bekannt, auch über die österreichischen Grenzen hinaus. Und Menschen, die überhaupt nicht literaturaffin
gewesen waren bis dato, kannten seine Gedichte, konnten sie rezitieren, aber sein Erfolg basiert tatsächlich auf einem großen Missverständnis. Also man hat das Ganze mit eben einem Wiederaufflammen der Dialektdichtung, wie sie eben bisher auch populär gewesen war, verwechselt. Man hat nicht genau auf die Inhalte gehört, sondern nur das Dialektale gehört, den Witz natürlich, ist ja sehr humorvoll und sehr pointiert geschrieben und natürlich den Spaß dabei gehabt, also an den alten Ausdrücken, die er verwendet oder in der Verschriftlichung, dass man es, also auch als Österreicherin muss ich das laut lesen, um den Inhalt zu verstehen, weil es, das ist natürlich auch ein Spiel, das eben Atman und auch Gerhard Rühm sehr gemocht hatten, dass sie quasi diese Ansammlung an Buchstaben, die als Wort am Anfang, also als sinnhaftes Wort gar nicht erkennbar sind, sondern erst indem man es laut liest, als Dialektausdruck erkennbar werden. Ja? Also das ist natürlich auch ein bisschen Sprachspiel oder sehr viel Sprachspiel dabei. Und also so hat man dann den Atman ab diesem Zeitpunkt 1958 als Mundartdichter abgestempelt, ja, und er hat diesen Ruf bis heute, ja, also ich bemühe mich wirklich in meinem Wirken, also über die internationale Gesellschaft H.C. Atman ist es uns ein großes Anliegen, auch, ich meine, er hat 1,5 Bücher mit Dialektdichtung und ich weiß nicht, 30 andere Bände, wo Dialekt überhaupt keine Rolle spielt, publiziert, aber er ist nach wie vor der Dialektdichter. Und also da arbeiten wir ein bisschen entgegen. Und du, Alexandra, danke. Entschuldige, dass ich dich noch so ein bisschen quälen werde, weil ich würde noch gerne auf den gemeinsamen Band Rosenbar eingehen aus dem Jahre 1959. Da ist dem Publikum schon das Licht aufgegangen, nicht? Was ist da passiert? Also, dass das plötzlich nach der begeisterten Aufnahme von 58, plötzlich mussten die Autoren, die dann im Konzerthaus gelesen haben, also Gerhard Rühm, Hans Karl Atman und Friedrich Achleitner, sehr schnell den Raum verlassen. Friedrich Achleitner hat sogar erzählt, unter Polizeischutz. Was ist da passiert? Also man muss sagen, dass natürlich das Wiener Konzerthaus ein eher bürgerliches Publikum, wenn auch ein sehr Avantgarde-Kunst-offen stehendes Publikum anspricht. Ja? Und es war so, dass dieser Leseabend so organisiert war, dass ein Schauspieler seine Auswahl an Gedichten aus dem Band Hosenrosenbar rezitierte. Und später aber noch die Autoren selber, also Atman, Rühm und Achleitner, aus ihren eigenen Gedichten eine kleine Auswahl trafen und vorlasen. Ja. Der Schauspieler hat jedenfalls nichts Anstößiges vorgelesen. Er hat so eine Textauswahl getroffen, die unantastbar war, um eben das bürgerliche Publikum hier nicht irgendwie vor den Kopf zu stoßen, während die drei Autoren sich überhaupt nicht daran hielten und im Gegenteil dort die tabubrechenden Stellen vortrugen mit einem Genuss und das führte dann einfach zum Skandal. Ja, also das war das Wichtige dieser Literatur, dass er, wie zum Beispiel im Blaubart, der auf den Blaubart-Mythos, diesen französischen Märchen anschließt, ja, der Blaubart, der König Blaubart, der 8 Frauen umbringt, ja. Also dass er den als Ringelspielbesitzer darstellt, ja. Also dass er einfach sagt, ja, das ist ein ganz normaler Mensch, der hat halt ein bisschen Dreck am Stecken, hat er halt auch eine schwarze Seite in seinem Leben, aber trotzdem wird er in der Gesellschaft akzeptiert. Ja. Also das sind aber diese tabubrechenden Aspekte dieser Texte, dass er sagt, ja, wir leben in einer Fassadengesellschaft, auch im Hinblick auf die Nachkriegsgesellschaft mit den Kontinuitäten in Bezug auf den Nationalsozialismus, dass wir unter Mördern und Irren, wie es Ingeborg Bachmann mal gesagt hat, leben eigentlich. Ja. Und das haben sie natürlich auch aufgedeckt. Tabubrechend, also auch erotische Gedichte wie Arkenik von Ägypten in dieser Deutlichkeit, nicht? Allerdings, diese Sammlung hatte eine wichtige Rolle gespielt für die tschechische experimentelle Literatur. Hans-Karl Artmann und die anderen Autoren
der Wiener Gruppe haben Glück gehabt, in Tschechien von den besten, oder damals in der Tschechoslowakei, von den besten experimentellen Autoren übersetzt zu werden, von Josef Hirschal und Bohumila Gregorova, die dann eben, also Josef Hirschal schreibt in seinen Memoiren, dass sie diese Sammlung Anfang der 60er bei einer Ausstellung in Prag, es ging um die österreichische Literatur, gelesen haben und sie waren total begeistert. Und sie haben dann die Texte relativ schnell dann übersetzen können, auch mit Kommentaren zum Beispiel von Ernst Jandl. Also es gibt dann einen Aufsatz von ihm aus dem Jahre 67, neue Tendenzen in der österreichischen Poesie, wo alle diese Autoren sind. Und dann haben dann beide Autoren, also sie waren auch sehr mit Ernst Jandl und Friederike Mayröcker befreundet. Sie haben dann nicht nur die Texte von Ernst Jandl, sondern auch vor allem Texte von Hans-Karl Artmann übersetzt, also Kleinverbarien und dann eben Dracula im Jahre 1991, wo sie wieder schreiben durften, weil sie waren im Dissent, eine repräsentative Auswahl von 150 Texten übersetzen können. Und weil ich schon Dracula erwähnt habe, also wir kommen jetzt zum letzten Kapitel, also das Werk Hans-Karl Artmanns nach der Wiener Gruppe 60er Jahre und so weiter. Und wir haben jetzt eine längere Textprobe aus Dracula. Und zwar, das wurde dramaturgisch umgesetzt und wir hören uns dann diese Textprobe an, anschließend quasi mit einer kurzen tschechischen Übersetzung. Die Übersetzung ist von Josef Hirschal und Bohumila Gregorova. Ein Text aus dem Jahre 1966. Prosím, puste nám toho Drákulu. Dracula, ein transsilvanisches Abenteuer von H.C. Artmann. Bearbeitung Martin Heindl. Musik Mike Herting. Regie Petra Feldhoff. Schründe und schroffe Felsen. Die Karpaten. Durch ein kleines Tal schlängelt sich, zuweilen schrill aufkreischend, hin und wieder in tiefen Schluchten verschwindend, der Überlandzug nach Mandrak. In dem Abteil erster Klasse brennen hinter Blüten aus Pressglas knisternde Gasflammen. Langsam bricht die Nacht über die vorbeiziehende Landschaft herein. Transsilvanien, das Land hinter den Wäldern. Ja, Edwarda, nun sind wir nur noch 10 bis 11 Stunden von unserem Ziel entfernt. Ich las, dass jeder nur erdenkliche Aberglaube im Hufeisen der Karpaten zu Hause sei, als bildeten sie das Zentrum eines Wirbels übernatürlicher Energien. Ein Geheul steigt zum blassen Mond. Was war das? Ein Wolf? War es ein Wolf? War es nur der dahineilende Zug? Wer vermag's zu sagen? Oh, Johan, dear, ich wünschte fast, wir hätten diese Reise nie begonnen. Johan Adderley Bancroft holt aus dem eleganten Gepäcknetz ein flaches schwarzes Etui. 2 ziselierte Pistolen auf vergilbtem Sand.
Don't forget those, Edwarda, darling. Johann Adderley Bancroft, weise, vermögender Eltern, Student des Transsilvanischen und Huzulischen, und Edwarda Cornwallis, seine Verlobte, befinden sich auf der Fahrt von Zatmar nach Manrak, einer kleinen Stadt in den Karpaten. Auf dem Bahnhof von Manrak erwartet im Morgengrauen ein schielender Mensch Bancroft und Edwarda. Eu sou Maximinio. Bancroft vernimmt die ersten transsilvanischen Worte in der Praxis. Maximinio, der Kammerdiener des Grafen. Maximinio nimmt sich des Gepäcks an, um es nach dem geschlossenen Zweispänner zu bringen. Als er nach dem schwarzen Etui fassen will, geht Johann entschieden dazwischen. Accestu volde porta personale. Ja, dieses will er persönlich tragen. Bald darauf rollt der Wagen mit den Reisenden durch die totenstillen Straßen der Landstadt. Dracula, ty jenž jak mršina páchneš, ušetři nás. Dracula, ty jenž krev jak pivo vsákneš, ušetři nás. Drákulo, ty jenž své oběti hledáš, ušetři nás. Drákulo, ty jenž se trojici rouháš, ušetři nás. Drákulo, ty jenž světem cestuješ, ušetři nás. Drákulo, ty jenž oči zmrazuješ, ušetři nás. Drákulo, ty jenž z propastí se noříš, ušetři nás. Drákulo, ty jenž jako brouk se plazíš, ušetři nás. Drákulo, ty jenž se stále jen snoubíš, ušetři nás. Drákulo, ty jenž se do smilstva hroužíš, ušetři nás. Drákulo, ty jenž se nad mandrak vzneseš, ušetři nás. Drákulo, ty jenž se na neřest třeseš, ušetři nás. Drákulo, ty jenž po tepnách jen hoříš, ušetři nás. Drákulo, ty jenž se bez míry množíš, ušetři nás. Drákulo, ty červe splněných přání, ušetři nás. Drákulo, ty srdcí a mozků zlá sani, ušetři nás. Drákulo, ty pane labutí v žáru, ušetři nás. Drákulo, ty mistře zubů a spárů, ušetři nás. Ušetři nás, ušetři nás. Vielen Dank, Herr Czerny. Das war großartig und es hat uns auch geholfen, weil das nächste Thema, was ich mit Alexandra Milner gerne besprechen möchte oder öffnen möchte, ist die Vielsprachigkeit von Hans Karl Artmann oder dann quasi sein Umgang mit den vielen Sprachen. Wir hatten da also in dieser Geschichte von dem jungen Paar, das unterwegs in Transsilvanien zu Dracula ist, ein paar Sätze, die quasi rumänisch waren. Eo sum Maximinio Gnesulio Servu und dann Acesto soldu per pro porta personale. Ich habe das konsultiert mit Laura Kehe. Vielen Dank an sie. Also sie hat gemeint, es ist nicht rumänisch. Also der erste Satz könnte altrumänisch sein. Das könnte noch hinhauen. Aber das andere ist eine Kombination von rumänischen, italienischen, also quasi Allah, Allah, rumänisch.
Kann man sagen, das ist typisch für Artmann oder arbeitet er bei jedem Text anders mit den Fremdsprachen? Das wäre die erste Frage. Und das andere wäre die Frage des Genres. Also er hat Dracula selber übersetzt, also quasi den Bram Stoker aus dem Original und dann quasi seine Variation geschrieben. Was hat ihn an diesem Genre, also ich will jetzt nicht Trivialliteratur sagen, aber das ist es auch nicht. Was hat ihn fasziniert? Mhm. Ist das eine Etappe oder haben wir das von Anfang an in seinem Werk? Ja, okay, also ich fange mal mit den Sprachen an. Also wie gesagt, hat der Artmann auch sehr viel übersetzt, Goldoni, Villon, also er hat... Also er ist immer wie, also Lovecraft zum Beispiel, ja, also den Horrorautor, den berühmten. Also er hat sehr viele literarische Übersetzungen geschrieben und das war auch so eine Art Brot, also würde ich jetzt unter Anführungszeichen sagen, also auch um sein Leben zu verdienen, aber auch, weil ihm das ein Anliegen war. Und meines Erachtens nach hat er auch sehr viel nicht übersetzt im Sinne, also, sondern auch nachgedichtet. Ja, es waren nicht reine Übersetzungen, sondern es waren Nachdichtungen zum Teil. Und manchmal hat man auch, also man munkelt auch, dass er manche Sprachen gar nicht so gut beherrscht hatte, aber dass er das irgendwie geschafft hat, dass er aus der Kombination bestehender Übersetzungen, vielen Konstellationen in Wörterbüchern, das halt dann irgendwie nachgestaltet hat. Ja, so dass er dem eigentlich zu diesem Kern eines Textes viel näher gekommen ist, als hätte er es wortwörtlich übersetzt. Also ich meine, da gibt es ja also Literatur noch und nöcher, was jetzt die Translationswissenschaft betrifft. Ja. Also das war ihm sehr, sehr wichtig. Und er hat auch die, meines Erachtens nach, Sprache immer auf den Sprachkern auch zurückverfolgt. Also die Etymologie war sicher sehr, sehr wichtig für ihn. Das ist mir auch bei dem Verbarium übrigens aufgefallen, weil wenn man das Ganze ins Englische oder ins Trivial-Lateinische übersetzt, der Engel, haben wir immer den Angel mit A oder den Angelo oder was auch immer, ja, oder den Bogen, da haben wir die L'Arco auf Italienisch zum Beispiel. Nicht? Also, das heißt, er hat auch immer im Hinterkopf gehabt, also diese Ursprache, also der Kern, der etymologische Kern eines Wortes, das war bei ihm wichtig. Ja? Also, das heißt, wenn man so denkt und zum Beispiel jemand, der, glaube ich, ähnlich mit Sprache operiert ist, Peter Waterhouse, der auch viel übersetzt und der auch immer in diese Sprachkerne vordringt, in diese, also nicht nur semantischen, sondern auch lautlichen, also die Lexeme, würden wir jetzt sagen, der Fachsprache, Lexeme und Phoneme und so weiter, diese Minimaleinheiten. Und ich glaube, aus dem heraus hat er auch immer diese, je nachdem, welches Wort ihm besser gepasst hat, würde ich manchmal sagen, hat er das sehr stark vermischt. Andererseits hat es manchmal auch eine sehr starke Aussage, je nachdem, welche Sprache er verwendet. Ja, also, und es ist natürlich ein Spiel, es ist ein augenzwinkerndes Spiel. Ja, also, ob er jetzt charmant sein will und französische Einsprengsel einbaut oder er möchte einen Abenteurer und Pionier, der, also einen Entdecker und Kolonialherrn als britischen Sir darstellen, dann wird es was Englisches sein. Und eben in Dracula, also Bram Stoker war ja Brite und hat er natürlich dieses Englische sehr stark hervorgekehrt. Und andererseits das Rumänische, und ich habe ähnliche Recherchen angestellt und Antworten erhalten. Es könnte altrumänisch sein, aber ja. Und es wird so, also er hat ja auch ein Kunstalphabet, das irgendwie kyrillisch anmutet, aber nicht wirklich kyrillisch ist, sondern es ist einfach eine Kunsttypografie angewandt und so geht er auch damit um. Also er schafft Kunstsprachen eigentlich, ja. Also Er lehnt es schon an, er ist sicher mit dem Wörterbuch gesessen, hat aber so eine Sprache konstruiert. Also es geht ihm mehr um, also er spielt ja, man erkennt ja die Bedeutungskerne. Wenn man des Lateinischen oder einer romanischen Sprache mächtig ist, kann man das schon irgendwie auflösen und verstehen, um was da geht. Und wenn man ein bisschen das kyrillische Alphabet beherrscht, kann man auch diese Kunstsprache auflösen. Aber dadurch, durch diese leichten Verfremdungseffekte, macht er eben das Zeichensystem Sprache immer bewusst als Kunstwort. Ja. Also und das ist was Strukturalistisches. Ja. Ja,
Da hast du recht. Und dieses Verfahren, also das geht schon in die frühen 50er Jahre zurück. Und das, da gibt es dieses Theaterstück, die Fahrt zur Insel Nantucket. Und das ist genau dieses Verfahren, nicht? Also das ist dann das Englische, Niederländische und ich glaube noch das Altdeutsche. Und dass man mitspielt und sich freut, dass man quasi was versteht. Alexandra, die Zeit eilt leider. Wir haben dann seine Theaterstücke kaum noch besprochen. Wärst du so nett, würdest du dann dir dann eins aussuchen und das noch ein bisschen charakterisieren? Oder würdest du lieber auf sein Spätwerk eingehen und können in der Diskussion noch... Ja, ich möchte vielleicht ein paar Dinge nachholen, die wir jetzt ein bisschen also aus den Augen verloren haben. Das eine ist die Antwort auf die zweite Frage möchte ich noch nachholen, nämlich das Genre, weil dann kann ich auch quasi auch erklären, was eben Atmans eigenes Werk oder die Eigenheiten seines literarischen Schaffens ausmacht, im Gegensatz zu den anderen der Wiener Gruppe. Ja? Also es ist so, dass mit dem Erfolg von Mit einer schwarzen Tinten Atman eigentlich dann durch den Erfolg viele Lesereisen hatte und außerdem nach Schweden ging. Es folgten ungefähr 14, 15 Jahre, wo er keinen festen Wohnsitz hatte, zwischen Schweden, Berlin, Bretagne, Graz, Wien, so immer, also auf Reisen war, hatte aber auch Familie in Schweden. Und in Berlin war er sehr oft, da hatte er viele gute Freunde. Da war ja zum Beispiel auch der Gerald Biesinger und die Elfriede Gerstl und dann auch Gerhard Rühm und Oswald Wiener sind dort, waren ja dann auch in Berlin, aus anderen Gründen wiederum. Und also er hat in den beiden literarischen Kabarets, die 58 und 59 von den anderen der Wiener Gruppe, den anderen Mitgliedern unter Anführungszeichen, aufgeführt wurden, nur mehr als Publikum teilgenommen. Ja, also er war dezidiert jetzt nicht mehr Teil der Wiener Gruppe, die ja ein bisschen länger gelaufen ist. Ja. Und dann ist er eben nach Berlin gegangen und nach Schweden. Er hat dann, das finde ich, ist eine der wichtigsten Publikationen, und dann komme ich auch zum Genre nämlich, er hat dann 1964 das sogenannte schwedische Tagebuch geschrieben, das unter dem Titel Das Suchen nach dem gestrigen Tag oder Schnee auf einem heißen Brot wecken erschien. Das hat Tagebuchform, ist aber natürlich ein künstliches Tagebuch. Es ist kein Tagebuch, es hat die Form eines Tagebuchs. Und für mich ist das quasi sein Ideenschatz, von dem er Zeit seines Lebens gezehrt hat. Da sind drinnen ganz wichtige Texte zur Populärkultur, zur Comic, ja, zur Pop-Art. Also er hat quasi zum Beispiel eine große Vorliebe für Donald Duck gehabt. Nicht für Dagobert und auch nicht für Mickey Mouse, aber für Donald Duck, den Anti-Helden aus dem Disney-Universum. Und er hat gesagt, man darf das nicht als Schundliteratur abtun, sondern es ist ein Teil unserer Kultur. Es ist ein neuer Aspekt der Jugendkultur, aber überhaupt, ich meine, er war zu dem Zeitpunkt schon über 40 Jahre alt, aber er hat Comics gelesen mit Vorliebe. Er ist auch sehr, sehr viel ins Kino gegangen. Filme waren ganz wichtig für ihn. Und er hat alles gleichwertig behandelt. Ja? Und das ist für mich das wirklich Experimentelle an ihm, also wo er wirklich auch Neuland, da war er wirklich Avantgardist, er war der Erste im deutschsprachigen Raum, der Popliterat war eigentlich, der populäre Inhalt in die Literatur geholt hat, also so Popkulturelles in die Literatur geholt hat und das Salon und diese Literatur mit den popkulturellen Einsprengseln salonfähig gemacht hat, indem er sie ernst genommen hat. Donald Duck, also der kommt oft vor, Tick, Trick und Track kommt vor, die Panzerknacker kommen vor. Ja. Also es ist etwas, was Comic-Literatur ist, das einfach bis heute nicht anerkannt wird oder in den letzten Jahren hat sich das gebessert, aber das war für ihn wichtig. Also das ist das Popkulturelle, aber auch das Populärkulturelle hat er hereingeholt und hat zum Beispiel Trivialmythen wie Dracula, ja, wie die Fee Pocahontas, wie das Donauweibchen, diverse Legenden, die es gibt, oder Aberglauben oder Sagenfiguren, die hat er alle hereingeholt. Er hat das alles als gleichwertige
als gleichwertiges Kulturgut behandelt. Und genauso wie, das ist natürlich auch Teil der Komik, er hat einerseits einen Dandy gezeigt in seiner perfekten Erscheinungsform, das war einer seiner beliebten Figuren, die er gestaltet hat, aber gleichzeitig hat er ihn durch seine Flatulenzen bloßgestellt, ja, oder durch seine körperlichen Mangelhaftigkeit also seiner Scheinhaftigkeit überführt. Also er hat aus den Helden Pseudohelden gemacht und sie als Antihelden entlarvt. Ja. Auch die Frauenhelden, ja, werden bei ihm dann eigentlich zu Frauen-Antihelden mit der Zeit. Also er dekonstruiert dieses vermeintliche Heldentum. Ja. Das ist ganz wichtig, ja. Wenn ich darf, also ich war jetzt überrascht, wie ich mich vorbereitet habe, sogar Hitler kommt davor nicht und wird dekonstruiert, also das als Frauenheld, Antiheld und so weiter, also auf eine brutale Art und Weise. Ja. Genau. Und in diesem Tagebuchroman, also das Suchen nach dem gestrigen Tag, kommen auch Entwürfe für Minidramen vor. Und die hat er dann auch später, also es gibt eben zwei sehr schöne Dramensammlungen, die Zerstörung einer Schneiderpuppe und Ein Engel hilft mir früh aufstehen. Das sind alle Dramen von H.C. Atmann versammelt. Wirklich eine wunderschöne Publikation im Renner Verlag erschienen. Und da kommen diese frühen Minidramen vor, die er im 1964 bereits in diesem Tagebuch niedergeschrieben hat. Und diese Minidramen, ich will jetzt vielleicht nur eins herausgreifen, Punch and Judy. Das ist ganz typisch eigentlich auch für die Wiener Gruppe als solche, dass sie nämlich sehr gern auf das Figureninventar der Commedia dell'arte zurückgegriffen haben, aber auch diese Kasperl-Figur, die ja in der Altwiener Komödie sehr, sehr stark rezipiert wurde. Also diese Kasperl-Figur, der lustige Figur, die eben zurückgeht auf den Hans Wurst oder auf den Kasperl oder auch auf Punch and Judy oder auf diverse Figuren aus der Commedia dell'arte oder den Grand Guignol, wie auch immer sie heißen mögen, ja. Also das wurde alles sehr stark rezipiert und in die Dramenliteratur aufgenommen. Ich erinnere nur an Konrad Beyers Kasperl am elektrischen Stuhl, ein sehr zentraler Text für das Schaffen der Wiener Gruppe insgesamt, aber auch Gerhard Rühm hat sehr viele Kasperstücke geschrieben. Und das ist eine Auseinandersetzung mit dieser Figur. Und in Punch and Judy greift Atmann wirklich, also das wirkt eigentlich, als wäre es einfach nur eine moderne Version von diesen traditionellen Inhalten der Punch and Judy Komödien oder Kasperlspiele eigentlich, ne, würden wir sagen. Und das Interessante ist, dass diese Kasperlfigur sehr gerne mit dem Dichter gleichgesetzt wird. Also bei Konrad Beyers Kasperl am elektrischen Stuhl ist er der Dichter auch. Ja? Also das ist ganz interessant. Aber oder zum Beispiel die Fee Pocahontas, die ist eben auch eine legendäre Figur. Da geht es um die Eroberung Amerikas durch die Spanier. Und diese Fee Pocahontas trifft dann auf eine Kasperl-Figur, die eigentlich Soldat werden soll, aber dieses Soldatentum also unterminiert, indem sie sich dumm stellt und nicht begreift, was ein Soldat überhaupt zu machen hat. Und da greift Atmann interessanterweise auf die Tradition der Kasperl-Stücke als Form der Erziehung zum guten Soldaten zurück. Das hat er vielleicht auch als Frontsoldat erlebt. Man hat nämlich immer wieder so Kasperlspiele, also einen Kasperl erfunden, der den Soldaten quasi auf eine witzige Art beibringen soll, wie man guter Soldat wird. Ja, also das ist ein Genre, ein Untergenre. Mhm, ja, also der Atmann hat das sicher wahrgenommen gehabt. Da gab es auch im Ersten Weltkrieg schon so Publikationen dazu. Ja, also interessant, dass er daraus macht und vielleicht auf einen Text, also auf zwei möchte ich noch aufmerksam machen. How Much Schatzi, also das ist 1971 erschienen, das ist auch sehr berühmt. Darin geht es eigentlich, das sind so Prosa-Skizzen von verschiedenen Figuren, zum Beispiel ein Rowdy, der eigentlich als Feigling dargestellt wird, oder eben ein Dandy, oder zwei Dandy-Texte gibt es auch, wo beide Dandys wirklich also sehr schlecht aussteigen. Und dann noch
für mich auch ein sehr wichtiger Text, abgesehen von allen anderen. Ja. Also ich meine, ist für mich noch die grün verschlossene Botschaft aus dem Jahr 1967, in dem auch so, ich finde, das ist ein Text, in dem sich Atem vielleicht auch vom Surrealistischen verabschiedet. Das sind 90 Träume, die hier beschrieben werden, und zwar als ironisierte Anleitungen zur Traumdeutung, die, wo immer die Zahl, die jeweilige Zahl des Traums eine Rolle spielt. Also er mokiert sich quasi über diese surrealistische Art, quasi die Psychoanalyse oder die Erkenntnisse der Psychoanalyse oder der Literatur der Psychoanalyse für die Literatur fruchtbar zu machen. Also wieder einerseits sich bedienen an dieser literarischen Tradition und andererseits sich zugleich darüber lustig machen oder zu distanzieren und etwas Neues dadurch zu schaffen. Mhm. Vielen Dank, Alexandra. Bevor wir dann zur Diskussion kommen, dann noch eine Frage. Ich weiß, es gibt jetzt eine große Harze Ausstellung in Wien, ob du uns einladen könntest. Wie lange läuft sie noch? Genau, also in den Räumlichkeiten der Universität für angewandte Kunst in Wien, im Heiligen Kreuzerhof, das ist im Zentrum Wiens, läuft eine Ausstellung mit dem Titel How Lovecraft Saved the World. Mhm. Und sie wurde von der Vizerektorin Eva-Maria Stadler kuratiert. Und die Künstler, also Jakob-Lena Knebel, die nächstes Jahr auch bei der Biennale in Venedig den Österreich-Pavillon gestalten wird, hat diese Ausstellung gestaltet. Und es sind auch studentische Arbeiten dabei, weil diese Ausstellung vorbereitet wurde im Sommersemester 2021, also vor einem halben Jahr, mit Studierenden. Und da haben wir gemeinsam, also ich war da auch am Rande dabei und habe auch zwei Seminare in den Universitäten Wien und Salzburg darüber gehalten, haben wir sechs Themenbereiche erarbeitet. Einerseits also die poetische, also die Acht-Punkte-Proklamation des poetischen Aktes, dann den Dandyismus bei H.C. Artmann, die Einflüsse der schwarzen Romantik, die Einflüsse des Surrealismus, dann das popliterarische, popkulturelle und schließlich die Mehrsprachigkeit bzw. die Intertextualität, die bei Artmann halt auch sehr stark ist. Und dann haben wir einen Begleitband, der literarische und wissenschaftliche Texte zu diesen sechs Themenbereichen behandelt, produziert, der ist jetzt eben in der Ausstellung auch erhältlich. Und diese Ausstellung läuft bis Anfang Februar. Sie ist, also weiß ich es gar nicht, ich glaube von Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr frei zugänglich. Also wenn Sie in der Wiener Innenstadt sind und in der Nähe sind, Sie können einfach dorthin gehen und auch also es gibt auch eine schriftliche Führung und es gibt auch ausgesuchte Termine mit Führungen durch die Kuratorinnen. Und hier wäre man der Background zu lesen. Also das, ja. Vielen, vielen Dank. Also vielen Dank für die Einladung, vor allem vielen Dank für das Gespräch. Und bevor ich die Diskussion eröffne, dann bedanke ich mich auch bei Herrn Czerny für seinen hervorragenden Vortrag. Vielen Dank. Děkujeme. Děkuji. Und jetzt gibt es dann Raum für die Rest. Leider habe ich keine Fragen aus dem Publikum bekommen. Also, das habe ich gehofft, weil wir haben natürlich viel nicht geschafft. Alexandra, noch eine Frage, die ich stellen wollte. Und zwar, ich glaube, das ist der zweite Punkt des poetischen Aktes oder der Proklamation zum poetischen Akt, und zwar, dass sich quasi die Kunst weigert, geschätzt, gewertet, bewertet und so weiter ausgezeichnet zu werden. Wie ist der Künstler damit umgegangen, dass er dann den A bereits sehr früh, ich glaube, das war 1974, den großen österreichischen Staatspreis bekommen hat und dann überhaupt den höchsten Preis im deutschsprachigen Raum, den Georg-Büchner-Preis im Jahre 97. Also gibt es dazu dann irgendwie Aussagen, Kommentare? Naja, es ist, so viel ich weiß jetzt, ja, also aus seinen Erzählungen und Gesprächen, die mit ihm geführt wurden,
hat er, also mit dem Preisgeld zumindest, also wenn wir jetzt das rein Materielle mal da beleuchten wollen, so umgegangen, dass er sich, sobald er zu Geld gekommen ist, und er konnte auch relativ früh dann immer ein bisschen von seiner Literatur leben, ja, hat er sich einen Lebensstil gegönnt, den er gerne durchgezogen hätte. Aber das heißt, das Geld war immer wieder schnell weg. Ja, also er ist viel auf Reisen. Ich glaube, Reisen war für ihn wirklich, so, wirklich sehr, sehr wichtig. Auch das Kennenlernen anderer Sprachkulturen und so. Zum Beispiel Irland war für ihn ganz wichtig. Also das Keltische, diese Ursprungsmythen des Keltischen, diese der alte Sprache, das Gälische, das hat ihn sehr, sehr fasziniert. Ja? Und da ist er auch immer wieder hingereist. Also ich glaube, dass das eher seine Haltung war, dass er quasi das, wenn er zu finanzieller Anerkennung gekommen ist, hat er versucht, dann kurze Zeit mal so einen Lebensstil zu pflegen, den er sich eigentlich nicht leisten konnte. Und was den Büchnerpreisrede betrifft, da weiß ich nur, dass die Büchnerpreisrede sehr kurz ist, weil er auch gesagt hat, er sagt auch, also er ist niemand, der das reflektiert. Also er ist niemand, der jetzt seine Poetologie so bewusst, zumindest zu Ende seines Lebens, er hat das nicht so bewusst reflektiert. Er wollte auch nicht unbedingt darüber was sagen. Er hat nur gesagt, also Moment, das kann ich sogar zitieren. Ich habe nämlich so eine Datei offen, das ist vielleicht nicht uninteressant, wenn ich das finde. Na. Er hat zitiert, also das, was ihn vom Büchner unterscheidet, das ist, also jetzt nicht da, das ist, dass es die Wirklichkeit, die er beschreibt, nicht gibt, so ungefähr. Ja, also das quasi Büchner versucht sehr akribisch an der Wirklichkeit sich zu orientieren, um eine Essenz dessen herzustellen, ja, und er kann das für sich nicht behaupten, ja, also für ihn ist Realität oder Wirklichkeit kein relevanter Bezugspunkt in seiner Dichtung, so, das war es. Also ich glaube, er hat sich schon gefreut über diese Anerkennung, aber also kann ich vielleicht auch nicht gut genug beantworten, weiß ich zu wenig. Dann ja, das fand ich spannend, vielen Dank. Ich habe dann geschaut, also gesehen, dass die Václav Bajorová sich konzentriert hat auf den Bildschirm. Ist eine Frage gekommen? Leider nicht. Ich habe gesucht, aber nichts gefunden. Ja, ich möchte vielleicht noch darauf aufmerksam machen, es gibt eben eine Website der Internationalen Gesellschaft H.C. Artmann, die sich kurz IGHCA nennt. Und diese Website hat die URL, also diesen Link, also www.hcartmann.at. hcartmann.at. Und da können Sie auch Veranstaltungen, also gibt es einen Veranstaltungskalender, es gibt eine Biografie, es gibt Informationen zu seinem Werk, auch Neuerscheinungen zu seinem Werk oder seines Werks, und wir haben noch eine Bibliografie, und da, falls noch Fragen auftauchen, bin ich da auch erreichbar über diese Adresse. Also da kann man sich auch grundinformieren, was jetzt noch im auslaufenden H.C. Artmann-Jahr so in Österreich zumindest los ist in Bezug auf Artmann. Aber wenn Sie eben nach Wien kommen oder in Wien sind, dann wäre es sehr schön, wenn Sie die Ausstellung besuchen würden. Ja. Es gibt auch ein Konzert, also einen musikliterarischen Abend zu H.C. Artmann von Helmut Bohatsch, dem Schauspieler und Sänger, und der Musikgruppe LSZ, Hannes Löschl, Paul Skrepek und Martin Zrost im Rabenhof, wo quasi in 80 Minuten ungefähr ein Tour d'Horizon durch das Werk Artmanns mit sehr vielen unterschiedlichen musikalischen Interpretationen zu sehen ist. Das ist im Repertoire vom Rabenhof im dritten Bezirk in Wien bis auf Abruf zu sehen immer wieder. Und auch da vielleicht möchte ich Sie animieren, sich das anzusehen. Es ist eben, also das Faszinierende an Artmann, und das war jetzt auch meine Erfahrung in der Arbeit mit den Studierenden, auch mit den Künstlerinnen und Künstlern. Das Kabinetttheater im Puppentheater in Wien hat drei Uraufführungen von Dramen, Minidramen von H.C. Artmann gemacht, dass sobald man auf einen Text H.C. Artmann stößt, man immer eher kreativ darauf reagiert als analytisch. Also es ist so animierend, mit seinen Texten konfrontiert zu sein. Ja. Das ist mir aufgefallen, nämlich auch beim jungen Publikum, dass es
dass es anfängt, auf eine sehr kreative Art zu reagieren. Das war sehr, eine sehr schöne Erfahrung jetzt eigentlich. Dankeschön. Dankeschön für diesen Nachmittag, dass wir dann den 100. Geburtstag von Hans Karl Artmann mit dir feiern konnten. Und vielen Dank für die Einladung, ja. Eine Aufforderung zur Lektüre oder Empfehlung, also lesen Sie Hans Karl Artmann, die Welt wird heller. Das brauchen wir jetzt alle. Vielen, vielen Dank an Alexandra Milner und danke für die Einladung an Václav Vajero. Vielen Dank. Und damit ist die heutige Folge über Hans Karl Artmann beendet. Ich möchte mich bei Ihnen für die sehr interessante Debatte herzlich bedanken. Die nächste Videosendung von Raclette wird wieder in tschechischer Sprache stattfinden und wird Robert Musil gewidmet sein. Dozentin Dana Pfeifferová wird mit Dr. Zdeněk Mareček, einem Musil-Spezialisten von der Masaryk-Universität in Brünn, über ihn sprechen. Verpassen Sie es auf keinen Fall. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit, das Teilen und Ihre Reaktionen. Wir freuen uns auf das nächste Treffen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag oder Abend. Auf Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.